Die Bankenunion wurde nach zähen und langen Verhandlungen im Rat nun auch vom Parlament beschlossen. Wer wird Europas Banken künftig überwachen? Wird es die EZB sein oder doch die Aufsichtsbehörde? Weder noch. Das ist alles in Wirklichkeit ein Popanz. Die sogenannte Bankenunion ist ja nur ein Ergebnis eines Schwindels, den man bei der Beschlussfassung des ESM begangen hat. Ursprünglich war geplant, dass die Finanzmittel aus dem ESM nur an die Staaten gehen und nicht an die Banken direkt. Während des ganzen Ratifizierungsverfahrens hat man bei einer Ratstagung im Juni des vergangenen Jahres schlicht und einfach so nebenbei beschlossen, dass die Banken in Zukunft direkt finanziert werden sollen. Das heißt also, dass kein haftender Staat mehr da ist, sondern dass die maroden Banken direkt aus dem ESM finanziert werden sollen. Und dann hat man gesagt, aber irgendwas müssen wir tun, damit es da nicht heißt, dass der Steuerzahler auf der Strecke bleibt, zum wiederholten Male. Und dann ist man auf diese komische Bankenunion gekommen. Das ist keine wirkungsvolle Kontrolle. Sie bringen bei den Banken keine wirkungsvolle Kontrolle zustande. Und man sieht hier ganz genau die Versagernummer Europäische Union. Auf der einen Seite wollen sie kontrollieren, was für Olivenölflascherl im Gasthaus auf dem Tisch stehen dürfen. Das regeln sie ganz genau. Aber sie sind nicht in der Lage, den Finanzsektor und den Bankensektor so zu regeln und so zu kontrollieren, dass wirklich eine echte Kontrolle herauskommt. Und auch dafür zu sorgen, dass marode Banken auch tatsächlich das tun, was alles tun muss, was in der Wirtschaft marode ist, nämlich pleite gehen. Und das machen sie nicht, sondern man zahlt endlos hinein. Man versucht auch noch durch die Einlagesicherungen auf die Sparguthaben zu greifen. Das hat man ja schon gesehen, was in Zypern passiert ist. Sodass am Schluss klar ist, dass die Banken das Sagen haben und mit dieser komischen Bankenunion schlicht und einfach so eine Art die Fassade einer öffentlichen Bankkontrolle durch die Europäische Union erzeugt wird, die tatsächlich verheimlicht, dass es keine effektive Kontrolle gibt und vor allem, dass es keine effektiven Sanktionsmechanismen gibt und dass es kein EU-Bankeninsolvenzrecht gibt. Die können weiterhin machen, was sie wollen, immer auf Kosten des Steuerzahlers. Der ist immer am Schluss der Dumme, der überbleibt. Die Deutschen rühmen sich, dass sie durchgesetzt haben, dass eben kein gemeinsamer Einlagensicherungsfonds kommt. Jetzt heißt es im neuen Vorschlag, dass sich die bestehenden nationalen Einlagensicherungen ergänzen sollen, gegenseitig stützen sollen. Der deutsche Finanzminister Schäuble ist die größte Versagernummer in dem ganzen Spiel. Wenn ich mich erinnere, was er alles damals noch gesagt hat, was alles geschehen müsse, damit man überhaupt zu einer derartigen Einlagenhaftung kommt. Es zeigt sich am Schluss, geben die immer nach. Und sie müssen immer zahlen. Und sie müssen sich dafür auch noch europaweit noch als Nazis beschimpfen lassen. Ich frage mich, wie lange sich der deutsche Wähler das alles noch gefallen lässt. Ich hoffe, dass der deutsche Wähler im September dem Schäuble- und Merkel-Kurs eine Quittung erteilt und der Alternative für Deutschland dafür die Stimme gibt. Die nämlich ganz klar sagt, und zwar als einzige Partei in Deutschland sagt, dass das in den Bankrott auch der deutschen Wirtschaft führen wird, was diese Regierung Merkel-Schäuble derzeit auf europäischer Ebene macht. Offiziell verweist man immer auf die Garantien, die es sowohl eben im EU-Recht als auch im nationalen Recht gibt und die Kleinsparer leihen ja alle sicher. Nichts davon hat sich bisher bewahrheitet, nichts in der Krise ist bisher gelöst. Das Einzige, was gemacht wurde, ist, dass man marode Banken weiterhin finanziert. Und zwar auf Kosten des Steuerzahlers. Und zwar jener Länder, die noch ein Geld haben. Und dazu gehört auch Österreich. Und dazu gehört eigentlich die falsche Politik des Schäuble und der Frau Merkel. Ist genauso falsch, wenn sie von Faymann und von der Frau Fechter und vom Herrn Spindlecker nachvollzogen wird. Sie führt letztlich nur dazu, dass man teuer Zeit kauft, keine einzige Fehlentwicklung im System löst, korrigiert und kein Signal an die Finanzwirtschaft leistet, dass der hoch spekuliert, auch am Schluss mit seinen Spekulationen auf der Strecke bleiben kann. Wenn dieses Signal einmal an die Finanzwirtschaft gegeben würde und nicht permanent das Signal gegeben wird, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt abcashen, wie ihr wollt, am Schluss haftet der Steuerzahler, dann wäre das einmal notwendig, dass man hier eine Korrektur durchführt. Sie haben gerade die Alternative für Deutschland angesprochen. Bernd Lucke, der Chef der AfD, sagte am Wochenende in einem Interview, man müsse einen Nordeuro schaffen und die Südländer ihrem eigenen Euro geben, sprich Griechenland, Italien, Spanien, Portugal hätten dann eine eigene Währung. Ist das nicht etwas anderes als ein Euro-Austritt? Was immer. Man sollte den Euro-Austritt oder dabei bleiben nicht überbewerten. Der entscheidende Punkt ist, wer haftet für wen. Man muss aufhören mit der Retterei. Man muss aufhören, Banken, die
pleite sind, weiterhin zu retten. Man muss aufhören, den Banken ein uneingeschränktes Geldschöpfungsrecht zuzubilligen. Es ist ja nicht so, dass die Nationalbank oder jetzt die Europäische Zentralbank das Geldschöpfungsrecht hat. Das Geldschöpfungsrecht ist delegiert worden an private Banken, die einfach Giralgeld erfinden und dann bei der Pleite dann zur Europäischen Union kommen und sagen, so, jetzt brauchen wir Geld aus dem ESM. Mit der Retterei muss man aufhören. Dann ist dann die nächste Frage zu klären, ob man dann die Währung noch halten kann oder nicht und zu welchen Bedingungen. Aber man muss mit dieser Bankenretterei aufhören, sondern man muss Banken, die pleite sind, auch tatsächlich pleite gehen lassen. Und dann muss man sich überlegen, was man mit den Einlagen der betroffenen Bürger macht. Das ist wesentlich gescheiter, wesentlich vernünftiger, als permanent Hochspekulanten durch die Rettung von Banken auch noch zu finanzieren. Führende Europapolitiker rechtfertigen sich häufiger mit der Aussage, die Krise sei ja gar nicht von der EU verursacht, sondern rein die Schuld der Mitgliedstaaten. Das ist nur eine halbe Wahrheit. Sie ist auch eine Schuld der Europäischen Union, weil man permanent Geld in den Kreislauf hineingepumpt hat und es den Banken überlassen hat, uneingeschränkt durch Kreditvergaben Geld zu schöpfen. Und dass diese Blase irgendwann einmal platzen wird, war vorhersehbar. Das heißt also, die Europäische Union ist mitschuld, die EZB ist mitschuld, die Kommission ist mitschuld, die nationalen Länder, die nationalen Staaten sind mitschuld, weil sie sich auch bei diesen Banken fast ins Uferlose verschuldet haben. Und am Schluss wird durch das Hineinpumpen von Geld in den Kreislauf trotzdem keine Struktur gelöst. Und ohne Strukturlösung, ohne Strukturbereinigung ist die Krise nicht zu bewältigen. Sie wird sich nicht von selbst lösen. Die politische Klasse in Europa und aber auch in den Mitgliedsländern hofft, dass sie die Krise von selbst löst oder dann, wenn es kracht, sie selber nicht mehr in den politischen Ämtern sind und es nicht mehr verantworten müssen. Das ist das Ganze, was die europäische Elite derzeit, die politische Klasse zustande bringt. Anstatt dass sie den Mut hätten zu sagen, Schluss, es wird nichts mehr gerettet, jetzt wird die Struktur dieses ganzen verqueren Systems wird jetzt bereinigt. Und diesen Mut hat die politische Klasse noch nicht.